bei der eingeblendeten Adresse. Musikalische Frauenpower mal fünf, das sind die Fandoren Sisters. Fünf Schwestern, fünf Stimmen, fünf gewaltige Gründe, Gott sei Dank zu sagen. Gott kommt in diesem Familienbetrieb wirklich gut weg. Als ihr Lebenselixier bezeichnen Naomi, Esther, Lissy, Miriam und Debbie ihn. Vor kurzem ist das Debütalbum der fünf Ladies erschienen. 3, 2, 1, hi! Wir sind die Fandoren Sisters! Ich bin Naomi. Ich bin Debbie. Hi, ich bin die Lissy. Hallo, bin die Esther. Und ich bin Miriam. Hi, servus! Hi, servus. Share Eternity heißt der Song und tatsächlich, die Fandoren Sisters harmonieren so gut miteinander, dass sie die Ewigkeit zusammen verbringen wollen. Und eine kleine Ewigkeit stehen sie auch schon zusammen auf der Bühne. Ihre deutsch-amerikanischen Wurzeln können und wollen die Fandorens nicht verleugnen. Ihre musikalische Entwicklung verdanken sie ihren Eltern, die Anfang der 70er Jahre noch als Hippies in Kalifornien leben. Dort finden sie zum christlichen Glauben. Die Familie zieht nach Deutschland und nach kommen fünf Töchter zur Welt. Der deutsche Vater ist leidenschaftlicher Musiker. Mit seinen Liedern steckt er die ganze Familie an. Ich erinnere mich, dass ich ungefähr 4 Jahre alt war und mein Vater mit mir einen Song einstudiert hat, den ich dann im Wohnzimmer von unserer WG beim Bibelabend allen vorgesungen habe. Ich weiß nicht mehr, was für ein Lied das war. Wir haben immer gesungen. Also mein Vater hat jeden Tag Gitarre oder Klavier gespielt, hat eigentlich immer, wenn wir in der Nähe waren, uns aufgefordert, ob wir mitsingen wollen. Das war diese Verbindung von Gott und die Bibel auf alle Fälle und ganz viel Musik und Spaß dabei. Debbie, die Jüngste, fängt bereits mit 14 an, eigene Songs am Computer einzuspielen und zu produzieren. Dabei bekommt sie viele positive Reaktionen aus der Familie und von Freunden. Aus Spaß mit meiner Mama zusammen haben wir überlegt, dass wir halt Geld in ein Studio rein investieren wollen. Und ich habe mir dabei eigentlich nicht viel gedacht. Ich habe nicht gedacht, ich will ein Album produzieren eines Tages und ich will Produzentin werden, sondern es war eher so eine Spaßsache. Aus Spaß wurde eine aufwendige CD-Produktion inklusive Video. Für die Fandoren Sisters bis heute ein kleines Wunder. Bisher geben die Fandoren Sisters hauptsächlich noch kleinere Clubkonzerte, wie hier in der Nähe ihres Heimatortes in München. Doch das dürfte sich bald ändern. Doch nicht alle Songs kommen so fröhlich daher. Die Mädchen verarbeiten auch ihre gemeinsame Lebenskrise, denn 1999 war der Vater an Krebs gestorben. Also für mich war das sehr drastisch, als mein Vater gestorben ist, weil ich an mir sicher war, wenn er wirklich ganz kurzfristig sterben wird, dass ich nicht mehr an Gott glauben will. Also ich war richtig so innerlich schon wütend, Herr, wenn du mir den Vater nimmst, das sehe ich nicht ein. Und ich war auch nervös, wie ich reagieren werde. Als er dann gestorben ist, war das für mich ein wahnsinniges Erlebnis, weil mein Vater die ganze Zeit von Gott geredet hat, schon während er am Sterben war. Und an diesem Tag war mir klar, dass alles, was ich in der Bibel immer gelesen habe, wahr ist. Und dann bin ich noch mehr zu Gott gegangen. Mittlerweile haben die hübschen Schwestern die ersten richtigen Fans. Die neue CD mit einer Mischung aus amerikanischem R&B und Pop kommt in Deutschland auch bei Leuten an, die sonst nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Einfach die Stimmen und wie sie zusammen singen und alles, finde ich einfach gut. Uns gefällt die Musik und wir machen die drehen jetzt mal zu Hause auf. Trotz schwerer Zeiten für die Fandoren Sisters ist die Freude am Leben mit Gott nach wie vor die wichtigste Botschaft. Und das bringen sie mit ihrer Stimmgewalt am besten live rüber. Die Fandoren Sisters, das klingt doch nach einer sympathischen Alternative zu den gängigen O-Tannenbaum-Melodien zur Weihnachtszeit.